ist der Eismann? Ich hätte jetzt gern Eis. Moin. Da kommt er. Ah, der Eismann ist da. Danke. Hätte jetzt nicht sein müssen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass am zweiten Tag um 17 Uhr hier Leute sitzen. Finde ich echt nett von euch, dass ihr schon aufgestanden seid. Wir haben 50 Minuten Zeit, um uns ein bisschen das Thema Informationssicherheitsmanagement anzutun. Das erstaunt mich noch mehr, dass hier noch Leute sitzen. Ich habe den Talk eigentlich nur aus Spaß eingereicht, weil ich gedacht habe, eine CCC-Veranstaltung und Management-Thema, das gibt eh nichts. Hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie gestern noch die Slides machen musste. Also habt Nachsicht, war alles nicht so geplant. Okay, kurz zu mir. 42 Jahre alt, yes, hab's geschafft. Eine Frau, drei Kinder, ein Hund. Ich bin Funkamateur und mach den Kram, sprich Informationssicherheit, seit 25 Jahren jetzt. Ich bin Berater, hauptsächlich Auditor und wenn meine Kunden möchten, auch Pentester. Leider ein bisschen zu wenig. Ich mache das schon mal ganz gerne, aber ich habe irgendwie mit Management genug zu tun. Bin aktuell ISB, Informationssicherheitsbeauftragter bei genau 10 Unternehmen, die ungefähr 2 Milliarden Umsatz machen und 10.000 Mitarbeiter haben. Also klassischer Mittelstand letztendlich. Ja. Hab tolle Zertifizierung und wenn ihr über Twitter oder sowas Kontakt aufnehmen wollt oder über whatever, das geht immer am besten. Zum Einstieg ein paar Folien, die habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich zeige sie trotzdem, weil ich finde es immer wieder witzig. Es geht um den aktuellen Stand der Informationssicherheit in Deutschland, insbesondere bei mittelständischen Unternehmen. Das in der Mitte ist eine Schranke. Gut. Als Beispiel nehme ich das gerne für das Thema, ich muss Informationssicherheit ganzheitlich betrachten. Ja. Es hilft mir nichts, wenn ich die Haustür zumache und im Hintergrund die Hintertür ist offen. Geht weiter. Ich habe tolle Sicherheitsmaßnahmen. Firewall, Sandboxing. Wenn ich sie falsch anwende, bringen die mir auch nichts. Dass das total hirnverbrannt ist, sieht man ja. Ich nehme das gerne als Beispiel für das schwächste Glied in der Kette ist der Mensch. Oder eben, ja genau, dann wäre Security by Obscurity, ne? Security by Obscurity, also er hat gesagt, das hätte ein brauner Kabelbinder sein sollen. Ja, okay, einen habe ich noch. Der Klassiker, das sehe ich regelmäßig, ne? Bei Audits irgendwo, Pinpads, ist nicht so wahnsinnig schwer. Dummerweise ist es auch immer irgendwie ein Muster oder von oben nach unten. Ganz seltsam. Ein Hoch auf das Gewerk, was vorne das Teil aufgehängt hat, ne? So fängt das Ganze an. Ja, das ist das Beispiel für, wenn ich irgendwelche Logging-Geschichten habe. SIEM, Lösungen, Log-Management. Und ich konfiguriere sie nicht so wirklich. Ne? Stell mir die dahin, kauf irgendein tolles Tool, was richtig teuer ist, stell es dahin und lass es laufen. Das wird ja ganz gerne so gemacht aus Risikomanagementgründen. Maßnahme ist, wir brauchen ein SIEM, dann kaufen wir eins. Wenn wir Glück haben, bauen wir es auch ein. Und vielleicht betreiben wir es sogar. Ja? Aber konfiguriert wird es meistens nicht wirklich. Das Letzte, das muss man sich zweimal angucken, damit man es versteht. Auch zu groß dimensionierte Sicherheitsmaßnahmen können eventuell unwirksam sein. Mein persönliches Fazit nach 25 Jahren Informationssicherheit im Mittelstand ist immer noch, es ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Ja? Und das betrifft dummerweise auch die großen Konzerne. Da ist es noch viel schlimmer, weil die meistens gar nicht wissen, was die da alles Tolles haben. Ja? Ich glaube, wir gehen jetzt mal rein. Ich habe noch ein paar andere Beispiele dafür, dass es wirklich, wirklich schlimm ist. Wer es kennt, Shodan, ne? Wir kennen es irgendwie alle. Und deswegen wundert mich das immer, dass wenn ich so ganz einfache Sachen mache,
Ja, und sag zum Beispiel jetzt mal, ich möchte den Port 445 in Deutschland, also ne, SMB, CIS, und finde da immer noch irgendwie knapp 70.000 Hosts, die da drin sind. Also macht dann so ein Authentication Disabled dazu. Und dann sind es immer noch 11.500. Da frage ich mal, was rauchen die? Ja? Was geht da falsch? Ich habe da eben so da unten rumgesessen und da habe ich einfach mal so ein paar tolle Sachen wiedergefunden. Ja? Und wer kennt von euch Lexware? Ja, so Buchhaltungssoftware. Ja, 9. Ja. So, was haben wir denn hier? Vereinsverwaltung Premium, okay, das hat jetzt nichts mit einer Firma. Oh, da gehen wir doch mal drauf. So. Machen wir es einfach mal auf, ne? Wir sind ja hier, um Spaß zu haben. Ja, ne? Also, wo waren wir? Was haben wir da? Lexware, ne? So. Passwort habe ich keins. Enter. Oh, aber hey! Directory Listing denied. Die lassen mich rein, aber danach ist Schluss. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Aber ich bin ja ein guter Hacker. Ich habe da mal was vorbereitet. Ah, hm. Das ist ein anderer. Mhm. Was haben wir denn da? Gehen wir mal darauf. Der heißt auch Lexware. Was nehmen wir? Scan. Scan ist kurz. Schon wieder ein 212er. Ne? Okay. Ist das der gleiche wie eben? Keine Ahnung. Ah, okay. Gut. Was haben wir da? Kündigung. Nesrin Dönmetz. Datenschutzgrundverordnung lässt grüßen, liebe Nesrin, wenn du uns jetzt siehst, es tut mir leid, ich kann da nichts für. Okay, ja, und so kann man das ja durchprobieren. Ich meine, das ist ja nicht so schwer. Ne? Es gibt da so einen meiner liebsten Lieblingssuchbegriffe, das ist Medistar. Und da ist dann wieder einer, ich könnte kotzen, Entschuldigung. Medistar ist eine sehr verbreitete Arztsoftware. Wollen wir gucken? Okay. Ja, Ärzte. Das sind ja nicht so schlimme Daten, die Ärzte haben. Das ist ja. Ja, okay. Verzeichnis haben es doch schon mal genug. Nehmen wir mal das Verzeichnis Medistar. Hm, 2.8er Server, okay. Ja. P-Daten hört sich interessant an. Briefe, ja, sind ein paar mehr. Ja, auch aktuelle, ne? Arztbriefe, da stehen Befunde drin, ne? Movistar gibt es auch noch, das ist dann die Befunddokumentation. Den ersten Server, den ich vor, ich glaube, 4 Jahren gefunden habe durch Zufall, das war eine gynäkologische Gemeinschaftspraxis. Mit über 25.000 Befundfotos. Das darf ich noch, ne? Das ist digitaler Hausfriedensbruch. Das ist noch kein Straftatbestand. Ich gucke da einfach in die offene Tür und rufe in den Flur, hallo, jemand da? Ne, das geht, das darf ich machen. Ich darf die Dateien leider nicht öffnen. Ein Kollege von mir, der öffnet die dann immer, ruft die Ärzte an, live, und sagt, ey, seid ihr doof? Ja, machen wir jetzt nicht. Okay, wir gehen jetzt auch nicht auf irgendwelche Smart-Home-Systeme, weil das hat wenig mit Unternehmen zu tun, aber da gibt es auch ganz, ganz viele. Ne? Also da gibt es diesen schönen ISE GmbH. Ja. Merkt euch den, aber dann müssen wir den Port 445 wegmachen, dann müssen wir irgendwas anderes. Da, den könnt ihr euch ruhig mal merken, da kann man auch Spaß mit haben. Spaß mit Homematic-System. Ah, 6312. Ich habe da so einen in der Türkei, da weiß ich mittlerweile sogar, was ich da ein- und ausschalte. Okay, das mal so zum Einstieg. Ja, es ist wirklich, wirklich schlimm.
Was können wir dagegen tun? Und wir starten einfach mal mit dem Begriff Sicherheit. Wer von euch kann mir denn sagen, was heißt denn überhaupt Sicherheit? Gibt es eine allgemeingültige Definition von Sicherheit? Ja, doch, es gibt eine. ISO 12100, die Abwesenheit nicht beherrschbarer Gefahren. Also die Abwesenheit von Tag ist Nacht. Was ist das für eine geile Definition, oder? Okay, was sagt uns das aber? Es gibt keine eindeutige Definition. Informationssicherheit oder Sicherheit ansonsten ist komplett subjektiv. Es gibt kein objektives Maß an Sicherheit. Gibt es ja das Beispiel mit diesem Audi A8-Fahrer, der mit 240 auf der Autobahn fährt. Ne, der sitzt da ganz gemütlich drin. Der Nachbar, der krackelt sich hier neben so fest. Der Fahrer, der fühlt sich sicher. Der Beifahrer fühlt sich nicht sicher. Und der Fahrer fühlt sich auch, wenn dieser Zwölfender durch die Scheibe reinkommt, ne, dieser Hirsch, und hinten wieder rausgeht, dann fühlt er sich auch nicht mehr sicher. Also, was ist Sicherheit? Ja, wir müssen einfach das für uns bestimmen. Und dafür ein paar Grundlagen. Ich weiß, es ist schlimm, aber hey, ein paar Grundlagen müssen wir machen. Bei Informationssicherheit, da geht es um Vertraulichkeit, um Integrität und um die Verfügbarkeit von Informationen. Also, da darf niemand Unautorisiertes drankommen und die lesen. Da darf auch niemand Unautorisiertes drankommen und die verändern, die schreiben. Das ist die Integrität, ja, das heißt die Qualität der Daten. Und Verfügbarkeit ist ja klar, die Daten müssen dann da sein, wenn wir sie verarbeiten wollen. Da gibt es diese schöne CIA-Triade. Wer kennt die? Ja, alle, ne? CIA, der Treppenwitz der Branche. Okay, ich habe noch ein kleines anderes Sheet mit, um das mal darzustellen. Weil wenn ich in neue Unternehmen reinkomme, dann werde ich immer von Informationssicherheit, Datensicherheit, Cybersecurity, IT-Security und so weiter bedrängt von diesen Businessmenschen. Und die meinen alle das Gleiche. Und das ist aber nicht so. Informationssicherheit, da geht es um alle Informationen. Da geht es um Informationen, die ich ausdrucke. Da geht es um Informationen im Kopf, die ich drin habe. Bei den Automobilzulieferern, da ist eine ganz wichtige Information, wenn die so ein Vorserienmodell haben. Ja, irgendwie aus dem 3D-Drucker und die wollen da jetzt irgendein Bauteil anflanschen. Da bekommen die ganz oft diese Modelle. Und ich hatte einen Kunden, die haben da so einen schönen Marketingfilm für ihre Ausbildung gemacht, haben das auf YouTube gestellt und haben dann auf irgendwann mal festgestellt, oh verdammt, in dem Video steht ja auf dem Schreibtisch hinter dem, der gefilmt wird, ein Vorserienmodell vom Auto. Das sind 50.000 Euro Vertragsstrafe pro Fall, wo sie es finden. Das heißt, wenn das jemand von YouTube runtergeladen hätte, hätte das auf Vimeo oder sowas kopiert, das wären jedes Mal 50.000 Euro gewesen. Und der Kunde wäre weg gewesen. Ja, auch dabei geht es um Informationssicherheit. Und IT-Sicherheit ist jetzt letztendlich nur der Teil, der elektronisch verarbeitet wird. Ne, also mit IT. Da geht es um IT-Sicherheit. Und dann gibt es noch so ein schönes Wort, was ja auch alle kennen, der Datenschutz. Datenschutz ist ganz viel IT-Sicherheit, ganz viel Informationssicherheit, aber auch so ein bisschen was anderes. Transparenz, Datensparsamkeit, Betroffenenrechte. Ja, das interessiert irgendwie einen gar nicht. Datenschutzgrundverordnung halt, ne? Die ist toll, oder? DSGVO, kommen wir gleich noch zu. Ich habe mal eine Umfrage gemacht. Warum, liebes Unternehmen, möchtest du Sicherheit in der Informationstechnik haben? Damit der Arsch geschützt ist. Ja, persönliche Haftung. Dass, wenn was passiert, nicht irgendeiner kommen kann und kann sagen, und du haftest jetzt mit deinem Privatvermögen. Weil das steht da. Ne? Aktiengesetz, Paragraph 91, GmbH-Gesetz, das steht da überall drin. Ja, wenn der Vorstand, der muss geeignete Maßnahmen zur frühen Erkennung von Risiken muss der etablieren. Wenn er das nicht macht, haftet der persönlich. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne noch keinen einzigen Fall, wo da auch wirklich mal einer zur Haftung gezogen wird. Ich würde vielleicht mal Zeit, ne? Okay, nächste Antwort war, wirkliche Sicherheit? 4,8%. Und so ein kleiner Teil hat auch gesagt, Sicherheit? Was ist das? Okay. Seid ihr schon wach? Ja?
Danke fürs Nachrechnen. Ja, es sind mehr als 100%. Nein. Kleiner Treppenwitz. Nein, okay. Ich habe keine Umfrage gemacht, totaler Bullshit, aber so ist es. Ja? Es geht tatsächlich um Anforderungen. Gesetzlich oder von Kunden. Die meisten Unternehmen, die zu mir kommen, sagen, Wiesner, mach mal sicher. Die haben irgendeine Anforderung vom Kunden, Automobilzulieferer, im Chemieumfeld, ja, im gesetzlichen, im Staatsauftrag oder sowas. Die müssen ISO 27001 machen, die müssen TISAX-Audits machen und so weiter. Denen bleibt gar nichts anderes übrig, ansonsten verlieren die ihre Kunden. Und deswegen machen die das. Ansonsten macht das kein Mensch. Gesetzliche Anforderungen, Datenschutzgrundverordnung. Was habe ich Aufträge gekriegt durch die DSGVO? Wahnsinn. Ja, weil die nichts hatten. Nix. Artikel 32, da steht drin, du musst ein ISMS machen. Mehr oder weniger. Ja, es gibt keine technischen, organisatorischen Maßnahmen mehr. So 14 Punkte oder so, macht ja keiner mehr. Also, das muss ich wissen. Ja. Und so ein kleiner Teil, dem ist einfach mal was passiert. Die sind halt gehackt worden oder sind Daten abhanden gekommen. Ja, die kommen dann auch zu allen. Also, wie geht's weiter? Wir brauchen ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem. Und wenn man so sich mit Managementsystemen auseinandersetzt, geht es da hauptsächlich um Qualitätsmanagement, ne? ISO 9001. Wir müssen letztendlich dafür sorgen, dass wir Informationssicherheit nachhaltig gewährleisten. Und das müssen wir in einem Managementsystem machen, was sich immer, immer wiederholt. Wir dürfen nicht einfach eine große Firewall kaufen und denken, wir wären sicher. Sondern wir müssen regelmäßig gucken, passt die noch zu unseren Anforderungen und so weiter. Das tolle Wort nennt sich KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Den brauchen wir, ja, irgendwie. Und ja, den PDCA, den Deming-Kreis, den kennt ja eigentlich auch jeder. Ja, das ist so klassischer Management-System, ich plane etwas und jetzt kommt ein großer Punkt, der gerne falsch verstanden wird, dann tue ich es aber im Kleinen. Ich roll das nicht direkt aufs ganze Unternehmen aus. Nein, ich prüfe erstmal, funktioniert das im Kleinen? Und wenn das funktioniert, dann rolle ich das erst komplett aufs ganze Unternehmen. Ja, und dann prüfe ich, mache ich das richtig und dann tue ich's. Und das mache ich immer wieder. Jedes Jahr neu. Funktioniert das noch? Muss ich was anders machen? Tue ich wieder was? PDCA, mittlerweile gibt es den eigentlich auch nicht mehr in der ISO, da nennt sich das jetzt High-Level-Structure. Ja, das sind so, das ist das Gleiche, heißt man das, ne? Ein paar Punkte mehr. Die Standards kennen wir fast auch alle, gehe ich mal von aus. Ja, ISO 27001, der Primus, internationaler Standard für Informationssicherheitsmanagement. Wer von euch durfte schon mal mit dem BSI-IT-Grundschutz was machen? Mein herzliches Beileid von hier unten. Ja, super tolles Teil. Ohne Ende, ja. Ganz, ganz tolle Informationen. Klasse Gefährdungskataloge. Aber umsetzen, das macht keiner, wenn er nicht muss. Oder wenn er vielleicht keine andere Idee hat. Ja. Und dann gibt es noch so eine Richtlinie, die nennt sich VDS 3473. Bald heißt die VDS 10.000. Da geht es um Informationssicherheitsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen. Was heißt das übersetzt? Das heißt, wir versuchen, mit so wenig Aufwand wie möglich, gerade so über die grobe Fahrlässigkeit zu kommen. Mehr dürfen wir nicht erwarten. Das ist ja das Schlimme. Wenn wir das geschafft haben, haben wir mehr geschafft als viele, viele andere. Ich habe bei dem Ding mitgeschrieben, deswegen kann ich da auch so gut was von erzählen. Und ich bin total froh, dass wir endlich diese 10.000 durchbekommen haben. Wir sind gerade in der Revision von dem Dokument und die 3473, das konnte sich kein Mensch merken. Ja, auch da wird das jetzt besser. 10.000, jawohl. Eine kleine Gegenüberstellung. Was macht diese Richtlinie, was macht diesen Standard so schön? Der ist nur 28 Seiten lang. Das ist schon mal gut, ne? Wir haben generische Anforderungen, wir haben konkrete Anforderungen und in diesen Richtlinien werden die Ziele beschrieben. Da wird nicht wie mal BSI-Grundschutz gesagt, okay, du musst jetzt im Windows NT in Registry-Eintrag XY den Wert von 0 auf 1 setzen. Sondern wir sagen, es muss sichergestellt werden, dass ein Schutz vor Schadprogrammen existiert. Wie das Unternehmen macht, ist uns erstmal vollkommen egal. Ja? Risikoanalysen müssen wir auch machen.
kommt man nicht drum herum. Aber nur in bestimmten Fällen, da kommen wir gleich noch zu. Wenn wir jetzt so ein Informationssicherheitsmanagementsystem einführen wollen, und da rede ich einfach mal so ein bisschen aus der Praxis, dann brauchen wir erstmal so ein paar Voraussetzungen im Unternehmen. Ja, dann machen wir eine Leitlinie, dann kommt der Prozess und so weiter. Wir gehen mal in die Voraussetzungen. Wer irgendwie in der IT- oder Informationssicherheitsstelle im Unternehmen sitzt, wer kann von euch sagen, dass ihr im Unternehmen ein durchdekliniertes, formales Projektmanagement habt? Oder anders gefragt, wer ist denn überhaupt hier in der IT in einem Unternehmen? Okay, gut. Und wer hat ein Projektmanagement? Ja, 2% oder 10 oder so, ne? Informationssicherheit ist ein Projekt. Das Initiale, ich muss das Ding einführen, das ist erstmal ein Projekt. Und wenn ich keine Projekte im Unternehmen machen kann, dann höre ich am besten auf. Weil dann funktioniert das nicht. Ja, ich muss Verantwortlichkeiten zuweisen können, ich muss Meilensteine setzen können. Und vor allen Dingen, das Unternehmen muss mitziehen. Die müssen wissen alle, da kommt jetzt einer und will was machen und ich bin dazu angehalten, da mitzumachen. Ja, das wird alles im Projektmanagement geklärt. Und wenn ich das nicht habe, brauche ich das erst gar nicht. Das heißt, für uns, die wir so ein ISMS einführen, wir müssen erstmal gucken, hat das Unternehmen Fähigkeiten im Bereich Projektmanagement? Und wenn nicht, müssen wir die meistens erst aufbauen. Das ist ja das Bekloppte dabei. Wir müssen Projektmanagement einführen, obwohl wir ein Informationssicherheitsmanagement einführen wollen. Ja, geht das erste Jahr direkt schon mal ins Land. Super, Geld verdient, yay. Dokumentenlenkung. Wer weiß, was das ist? Ja, Dokumente müssen erstellt werden, die müssen von Verantwortlichen freigegeben werden. Dann muss definiert werden, an welchen Stellen werden diese Dokumente veröffentlicht, was passiert mit den alten Versionen und so weiter und so weiter. Wenn ich das im Unternehmen nicht kann, lasse ich es am besten. Letzte Woche kam ich vom Kunden, da gab der mir so ein NDA, ne, so eine Non-Disclosure-Vereinbarung, Geheimhaltungsvereinbarung. Und ich gucke mir das Ding an und sage, das passt ja irgendwie gar nicht mehr. Da steht noch was vom BDSG drin und da hinten. Und er sagte, oh ja, das ist ja die alte Version. Ein Kollege saß neben mir, ja, das habe ich sofort gesehen, gab mir seine Version rüber und da sagte der dritte Kollege, die ist auch alt. Das darf nicht passieren. Ich muss wissen, dass wenn ich Dokumente erzeuge, dass ich auch das, was ich da vorliegen habe, das aktuell gültige ist. Und jetzt mach das mal. Weil wie läuft denn das im Unternehmen? Jeder Mitarbeiter geht irgendwo auf einen SharePoint oder irgendwo auf einen File-Server, kopiert sich den Kram rüber in sein eigenes Verzeichnis und nutzt diese Version und kriegt nicht mit, wenn er irgendwie eine neue Version hat. Also im Zweifel werden da mit alten Versionen gearbeitet, das darf auch nicht sein. Also ich muss eine Dokumentenlenkung machen. Und glaubt mir nicht, dass wenn ihr ein Qualitätsmanagementsystem habt, dass ihr dann automatisch eine gute Dokumentenlenkung habt. Das versuche ich immer wieder mal damit zu verknüpfen, aber Kommunikation. Der dritte wichtigste Punkt oder wichtige Punkt. Insbesondere vom Top-Management, ne, von der Geschäftsführung, vom Vorstand und so weiter. Wenn die ihre Vorgaben, ihre Regelungen, ihre Arbeitsanweisungen nicht richtig kommuniziert bekommen, dann kriegen die Leute das nicht mit. Kommunizieren heißt, die Leute müssen wissen, wo sind denn immer die aktuellsten Versionen? Und die müssen diese Dokumente verstehen. Ich habe von einer Bekannten, habe ich eine Richtlinie, eine IT-Richtlinie zur Bewertung vorgelegt bekommen. Und da stand dann drin, das war eine Richtlinie für Mitarbeiter, und dann stand da drin, es muss sichergestellt werden, dass die Authentifizierung den aktuellen Stand der Technik berücksichtigt und Schlüsselstärken über 2048 Bit nutzt. Da stand in der Arbeitsanweisung für einen Mitarbeiter drin. Ich habe die gefragt, weißt du denn überhaupt, was da steht? Nö, ist mir auch schon aufgefallen. Ja? Also ich muss zielgruppenorientiert arbeiten. Ich muss genau wissen, wen spreche ich mit so einer Anweisung, mit so einer Regelung an. Und dann muss ich das auch verdammt nochmal so schreiben, dass sie das verstehen. So Kommunikation bedeutet auch, dass ich muss die befähigen, ja? Ich muss die schulen. Die müssen das verstehen, ansonsten bleibt das Thema Haftung nämlich wieder beim Geschäftsführer. Wer denn nicht dafür sorgt, dass seine Mitarbeiter nicht verstehen, was er von ihnen will, dann ist das ein Organisationsverschulden. Ja, ich bin kein Rechtsanwalt, nur mal so nebenher. Ja. Keine Rechtsberatung hier. Aha. Okay, das sind Voraussetzungen. Das Problem ist, wenn diese drei Voraussetzungen nicht vor dem Projekt irgendwie umgesetzt werden,
dann scheitern die meisten ISMS-Projekte. Oder die ziehen sich extremst in die Länge. Weil man nämlich mitten im Projekt auf einmal merkt, ja, wir wissen ja jetzt noch gar nicht, wie wir das Ding kommunizieren wollen. Ja, wir haben doch da jetzt den SharePoint. Ja, aber den nutzt ja noch keiner. Nehmen wir das Intrex. Ja, ach nee, das funktioniert doch nicht richtig. Ne? So läuft das dann immer da. Das muss alles geklärt sein. Und wenn das geklärt ist, dann kann man sagen, okay, jetzt komme ich dazu, guck mir das mal an und dann können wir starten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Leitlinie zur Informationssicherheit. Englisch nennt sich das Ding auch Policy. Ne? Das kennen wir alle. Was steht in so einer Policy drin? Das ist ein Top-Layer-Dokument, das ist vom Top-Management unterschrieben. Und da steht erstmal drin, warum machen wir denn überhaupt Informationssicherheit? Ihr glaubt gar nicht, wie schwer sich die Leute tun, das zu sagen. Warum? Ja, weil es wichtig ist. Ja, wollen wir das da jetzt reinschreiben? Nee. Ja, weil wir arbeiten wollen. Wir wollen die Interessen unserer Kunden wollen wir letztendlich bedienen. Ja, wir wollen Geschäft machen. Und weil wir vielleicht im Hightech-Unternehmen sind, gehört dazu Informationssicherheit. Denen das erstmal beizubringen. Ja, und dann steht da noch so eine kleine Darstellung. Ja, also wir, die so und so AG, sind als Weltmarktführender, bla bla bla. Beim letzten Projekt habe ich das ins Marketing gegeben, habe gesagt, macht mir mal eine Darstellung, eine Selbstdarstellung. Füllt mal bitte diesen Satz aus. Ich habe da jetzt noch keine Antwort von. Da steht immer noch, die so und so ist Selbstdarstellung, in eckigen Klammern. Steht da immer noch. Die wollten das so schon unterschreiben. Okay, ich reg mich schon wieder auf. Entschuldigung. Also wieso machen wir das? Ne? Das muss da drin stehen. Und dann muss da drin stehen, was wir dazu tun, um Informationssicherheit zu gewährleisten. Und da steht dann drin, dafür machen wir ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Also, wir machen Maßnahmen, die dafür sorgen, dass wir nachhaltig Informationssicherheit im Unternehmen verankern. Und das Allerwichtigste, das kommt zum Schluss. Wer macht das denn hier bei uns? Und dann kommt das größte aller Probleme. Da steht dann nämlich als erster Satz, erstens, das Top-Management muss die dafür vorgesehenen und benötigten Ressourcen, finanzielle sowie personelle, bereitstellen. Und dann gucken die mich an, das können wir so nicht sagen. Ich so, wieso? Nee, ja, da müssen wir ja Geld ausgeben. Ja, Wahnsinn, ne? Geld ausgeben. Und danach, oder eigentlich davor kommt noch der Satz, das Top-Management übernimmt die Gesamtverantwortung für Informationssicherheit im Unternehmen. Und die sagen tatsächlich immer wieder, nee, das wollen wir so nicht. Und dann sage ich, aber das ist doch eh so. Ihr schreibt es doch nur noch mal dahin, aber es ist doch quasi eh so. Wenn ihr das nicht delegiert und die Gesamtverantwortung für Informationssicherheit, kann man nicht delegieren. Das bleibt beim Top-Management. Also das ist erstmal ein das ist so ein Stück Papier, DIN A4-Seite. Das dauert 3-4 Monate, bis das überhaupt erstmal durch ist. Und dann kommen aber noch so ein paar andere Verantwortlichkeiten. Ja, Top-Management hatten wir schon. Dann kommt der zweitwichtigste, das ist der ISB, der Informationssicherheitsbeauftragte oder die Informationssicherheitsbeauftragte. Die koordinieren dieses Managementsystem. Ja, also ein Managementsystem ist ja auch ein Prozess. Dafür brauchen wir einen Prozessinhaber und das ist der ISB. Nicht der IT-SIB. Das hat nichts mit IT-Sicherheit zu tun. Ne? Ich hasse dieses Wort. Also der Informationssicherheitsbeauftragte, der koordiniert alles, aber der macht nicht alles. Das kann ich nur auf der Tonspur sagen, das habe ich in den Slides gar nicht drin. Ja? Es wird ganz oft vom ISB erwartet, dann Anweisungen zu schreiben, ne? Oder Schulungsformulare, Schulungspräsentationen auszuarbeiten. Nein, das ist nicht sein Job. Der koordiniert den Prozess, der muss dafür sorgen, dass das funktioniert. Mehr nicht, der Rest kann von anderen Leuten gemacht werden, hauptsächlich von den Vorgesetzten. Und das ist echt ein Thema. Im Mittelstand wissen die Vorgesetzten gar nicht, was sie zu tun und zu lassen haben. Die wissen nicht, dass sie dafür verantwortlich sind, solche zum Beispiel Richtlinien für Informationssicherheit ihren Mitarbeitern näher zu bringen. Das ist nicht der ISB, der das machen muss. Das muss der Vorgesetzte machen, das sind seine Mitarbeiter und der muss dafür sorgen. Wenn der sagt, lieber ISB, kannst du das mal machen, dann ist das okay. Aber dann delegiert er das nur. Die Verantwortung bleibt beim Vorgesetzten. Und das wieder reinzubringen, ja, wieso, was ist das nicht mein Ding? Doch,
du bist disziplinarischer Vorgesetzter. Du musst deine Mitarbeiter ausbilden. Du musst deinen Mitarbeitern Anweisungen geben. Dafür bist du zuständig. Und das schreibe ich in so eine Leitlinie rein. IT-Verantwortliche, ne, IT-Leiter in der Regel, CIOs, wie sie alle heißen, die machen gar nicht so viel. Die nehmen sich einfach die Vorgaben vom ISB, vom Informationssicherheitsbeauftragten, und setzen die in IT um, also in ihrem Verantwortungsbereich. Hier ist das Problem eher, dass wir nicht einen IT-Verantwortlichen haben im Unternehmen, sondern ganz oft viele. Bestes Beispiel, produzierendes Unternehmen. Da gibt es die klassische Office-IT und da gibt es die Automatisierungstechnik. Und die Office-IT ist ganz oft nicht für die Automatisierungstechnik zuständig. Ja, die machen da irgendwas und irgendwann kommt dann irgendein Inbetriebnehmer an und sagt, IT, ich hätte hier ein Netzwerk, also ich bräuchte gerade mein Netzwerk. Habt ihr eins für mich? Und dann sagt die IT, nee, wir müssen das Risiko erstmal gucken. Ne? Was ist denn das überhaupt alles? Ja, aber wir müssen morgen anfangen zu produzieren, das ist wichtig. Ja, nee, geht nicht. Wir können euch doch jetzt nicht einfach Netzwerkzugriff geben. Das passiert regelmäßig. Und regelmäßig passiert auch, dass ein Tag später oder eine Stunde später der Geschäftsführer vor einem steht und sagt, mach das. Wir brauchen das. Wir müssen morgen produzieren. Wir haben das versprochen. Ja, und dann wird irgendeine Maschine ins Netz geholt, wo kein Mensch weiß, was damit los ist. Und das Problem in der Automatisierungstechnik ist, das sind Elektrotechniker. Die haben von IT keine Ahnung. Ganz oft, sorry, ne? Liebe Elektrotechniker, die ihr jetzt hier da seid, ne? Die haben in der Regel nicht so viel Ahnung davon. Aber sie verstehen noch nicht, dass das ganze Thema IT ist. Und wer mal sich mit einer Fernwartungslösung auf irgendeiner CNC-Fräse oder sowas beschäftigt hat, der weiß, dass die Hersteller von den Maschinen auch keine Ahnung davon haben. Ein ganz extremes Risiko. Ne? Und da kommen wir auch auf die Projektleiter. Projektleiter, was ist das überhaupt? Wir hatten ja eben gesehen, irgendwie nur 10% machen überhaupt Projektmanagement. Ein Projektleiter ist derjenige, der irgendetwas Neues im Unternehmen einführt. Das kann x-beliebiger Mitarbeiter sein. So, der führt jetzt irgendeine Maschine. Bleiben wir mal mit einer Maschine ein. Und das kriegt keiner mit. Und es muss überall verankert werden, dass bevor so ein Ding in die Ausschreibung geht, dass das über den Informationssicherheitsbeauftragten läuft, damit der die Möglichkeit hat, die Risiken, die dahinter stehen, zu bewerten. Wenn das nicht passiert, ist es genau mit diesem, hier, ich habe einen Stecker, ich brauche jetzt Netzwerk. Dann ist es zu spät. Ja, also die Projektleiter, die müssen extremst da in die Pflicht genommen werden. Das kann man auch versuchen, über die Beschaffung zu regeln, ne? Dass nichts angeschafft wird, bevor da der ISB ein Häkchen gesetzt hat. Dann kommt wieder die Frage, ja, Beschaffung, aber wenn wir jetzt eine Kaffeemaschine kaufen, muss das der ISB sehen. Und wisst ihr was? Ja, er muss es. Das ist nämlich ein System mit IT-Relevanz in der Regel heutzutage. Ich werde immer gefragt, wie erkenne ich denn IT-Relevanz in einem Projekt? Meine Antwort ist, wenn es einen Stromstecker hat oder Batterien drin sind. Es sind alles Mikrocomputer, es ist alles Computertechnik, ja. Und es hat fast alles IT. Und ich kann immer noch sagen, okay, das ist jetzt keine IT. Aber wir hatten jetzt letzte Woche bei einem Kunden, da hatte der IT-Leiter hatte das übernommen, der sagte, wir haben, Herr Wiesner, wir haben eine Auswertung gemacht, 100 Projekte uns angeschaut und nicht ein einziges dieser Projekte hatte keine IT-Relevanz. Wahnsinn, ne? Also IT-Durchdringung, Digitalisierung, Industrie 4.0, yeah. Die Protagonisten müssen befähigt werden, ne? Ich hatte es eben schon mal. Schulung, Ausbildung, das ist extrem schwierig. Das Übliche ist, irgendwann kommt mal irgendeiner vorbei und macht eine Schulung. So bedienst du dein Outlook, so bedienst du dein ERP-System, aber um Informationssicherheit geht es da nicht. Und auch die Projektleiter, die müssen das wissen. In Schulung zu investieren, ist das Beste, was man machen kann, aber das ist auch das Schwierigste. Weil wie schule ich die Leute regelmäßig? Ich kann ja nicht ständig Präsenzveranstaltungen machen. Ich kann die ja nicht einmal im Monat für 2 Stunden irgendwo hinsetzen und dem betreutes Vorlesen machen. Das geht nicht. Ja? Da kommen so Sachen wie eine Onboarding-Schulung und dann Web-Based Training und so weiter kommt da dabei. Das muss ich tun, auch aus Haftungsgründen. Wenn ich meine Mitarbeiter nicht befähige,
Können Sie das nicht machen? Wenn dann irgendwas passiert, bin ich als Vorgesetzter verantwortlich für das Thema. Und die müssen nicht nur befähigt werden, sondern die müssen auch zusammenarbeiten. Und jetzt kommen wir so ins richtig Eingemachte. Ne? Zusammenarbeiten tun die nämlich alle nicht. Abteilungen sind Königreiche. Und jeder König mag den anderen König nicht. Die haben meistens vergessen, dass wir ja gemeinsam an einem Ziel, nämlich an dem Unternehmen, arbeiten. Nee, ich mach das schon immer so und es bleibt auch so. Da gibt es aber ein sehr cooles Gremium und das nennt sich Informationssicherheitsteam. Und das ist das erste Gremium, was ich bilde. Und wer sitzt in diesem Gremium drin, was sich so einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal im halben Jahr, je nachdem trifft, da sitzt das Top-Management drin. Ja, Vorstand, Geschäftsführung, Prokuristen, wie auch immer. Was haben die denn so für Ideen? Was wollen die denn? Ja, Geschäft muss laufen. Top. Wir wollen eine hohe Wertschöpfung, wir wollen viel Geld verdienen. Wir wollen effektiv und effizient arbeiten. Ne? Ein Passwort-Bingo-Button irgendwo. Ne? Und natürlich hatten wir eben schon mal, die wollen die persönliche Haftung minimieren. Jetzt kommt der Mitarbeiter, was will denn der? Also der ganz normale Mitarbeiter. Der will, dass alles möglichst einfach ist. Und es soll am besten genauso sein, wie er das will. Ne? Individuell. Jetzt kommen meine Lieblingsmitspieler. Jetzt kommen die IT-Mitarbeiter. Ja? Die wollen, dass es einfach zu verwalten ist. Homogenität, ne? So wenig unterschiedliche Systeme wie möglich. Die wollen alles standardisiert haben, die wollen es kontrollieren. Manche auch wollen Sicherheit, aber ganz viele wollen auch, dass cool ist. Ja, wenn die blau blinken, ist das cool, das ist geil. Ja, das ist tatsächlich schon mal ein Argument gewesen bei einer Ausschreibung. Es hatte das beste Design, der Server. Also, die haben einen gläsernen IT-Raum aufgebaut, ne, und haben da ständig ihre Kunden durchgejagt. Und gezeigt, hier, guckt mal, was wir Tolles für IT machen. Und wenn die da blau am Blinken waren, fanden die das alle total geil. Dieses Gremium, das trifft sich und da wird Politik gemacht. Und das ist ja eigentlich, was mir persönlich zuwider ist. Politik in Unternehmen. Ja, das ist gar kein Bock. Ja. Aber das müssen wir tun. Wir müssen diese Bedarfe in einem Gremium zusammenbringen. Und die müssen gemeinsam über Informationssicherheit sprechen und gemeinsam die Leitlinien entwickeln. Warum? Weil sie dann später nicht sagen können, das will ich so nicht. Das finde ich doof. Weil sie waren aktiv dabei. Und wenn ich das richtig angehe, mache ich die zu Multiplikatoren. Weil die gehen ins Unternehmen raus, in ihre Abteilungen und sagen ihren Mitarbeitern bestimmte Dinge, sensibilisieren die, was die da so gehört haben in dem Gremium. Also dieses Gremium, extremst wichtig. Ne? Informationssicherheitsmanagement-Team heißt es bei anderen Standards, das brauche ich. Und das Wichtigste ist hier, das Top-Management reinzukriegen. Weil dann ist nämlich alles, was in dem Gremium beschlossen wird, Gesetz. Das ist ganz wichtig. Ich brauche Schulterklappen im Unternehmen. Wenn ich nicht die Berechtigung habe, irgendwas umzusetzen und die kommt nicht von ganz oben, wissen wir genau, das funktioniert nicht. Sagen die ja wer? Du sagst mir das. ISB, was bist du denn überhaupt? Ja, Informationssicherheitsbeauftragter. Du machst doch IT. Nein, ich mache kein IT. Ja, du bist nicht berechtigt, mir das zu sagen. Doch, hier steht es in der Leitlinie. Ja? Also, das muss sein, ansonsten funktioniert es nicht. Da sitzt auch, wenn möglich, der Qualitätsmanagementbeauftragte drin. QM, ja, QMB. Weil der kennt das Unternehmen in der Regel ganz gut. Kommen wir gleich nochmal zu. Informationssicherheitsmanagement-System. Viele meiner Kunden denken immer, das wäre ein Tool. Very nice oder wie es alle heißt. Ne? So, ich gebe da irgendwas ein und dann kommt irgendwas unten bei raus. Und ich habe Sicherheit. Yay, super. Ne? Worum geht es? Es ist ein Prozess. Der Informationssicherheitsprozess. Und was ist ein Prozess? Und ich habe da mal versucht, keinen Prozess zu modellieren, aber das Ganze in eine Übersicht zu packen. Um einfach mal darzulegen, was sind denn so die minimalen Dinge, die man in der Informationssicherheit machen muss. Und da sehen wir hier oben den Input für unseren Prozess. In der Mitte sehen wir das, was wir tun. Und unten ist der Output. Ja, und wir wissen ja, shit in, shit out. Also hier oben, das muss passen. Fangen wir an, links oben, Anforderungen. Ich muss wissen, welche gesetzlichen Anforderungen habe ich.
welche vertraglichen Anforderungen habe ich an Informationssicherheit? Ne? Es kommt ein Kunde, der ist Automobilhersteller, der gibt mir so eine Liste an Sicherheitsmaßnahmen, die muss ich umsetzen. Wenn ich das nicht mitbekomme in der Informationssicherheit, dann weiß ich das auch nicht. Das heißt, ich muss im Unternehmen verankern, hört gut zu, hier was weiß ich, vielleicht im Vertrieb, wenn von euren Kunden Anforderungen kommen, die irgendwas mit Informationssicherheit zu tun haben, dann muss das zu mir. Da müssen wir bewerten, was wir damit tun. Und ich brauche einen, der das Ganze gesetzlich prüft. Irgendeiner muss mir doch mal sagen, welche Gesetze gibt es, die Informationssicherheit bestimmen, die ich einzuhalten habe. Dafür bin ich nicht zuständig. Ja, da muss es irgendwie Compliance oder Vertragsmanagement geben. Haben ganz viele Unternehmen gar nicht. Ne? Ich muss also gucken, wo kriege ich diese Information her? Änderungen, das ist das größte Problem. Ja? Changes. Wenn ich Changes im Unternehmen habe, die Struktur verändert sich, ich habe neue Organisationen, ich habe Unternehmen aufgekauft, ich verkaufe irgendwelche, dann muss ich das mitbekommen und zwar möglichst frühzeitig. Auch da muss ich mit den Leuten reden, muss sagen, okay, wenn ihr, lieber Geschäftsführer, wenn ihr vorhabt, jetzt in einem nächsten Jahr was zu kaufen oder so, dann sagt mir das bitte. Okay, ich weiß, es ist geheim, ja, aber ich muss das wissen. Und die wichtigsten Changes sind die IT-Changes. Das ist genau das Thema, was wir eben bei den Projektleitern hatten. Ja, wenn ein IT-Change kommt, muss ich das als Informationssicherheitsbeauftragter wissen, damit ich hier unten was damit tun kann. Bedrohungen und Schwachstellen kennen wir. Das ist unsere ganz normale Daily Business. Ja? Ich muss wissen, welche Bedrohungen gibt es. Gibt es neue Angriffsarten? Gibt es neue Angreifer, die irgendwas von mir wollen? Und welche Schwachstellen habe ich? Schwachstellen heißt auch in der Regel Sicherheitslücken. Welche Sicherheitslücken habe ich in meinem System? Wo kriege ich denn das her? Hat jemand eine Idee? Wo brauche ich denn noch meine Sicherheitslücken? Wer muss das denn kennen? Naja, da kriege ich die auch her, ja. Aber das macht man ja nicht so einmal in der Woche in der Regel. Ne? Ja, der Admin muss ich kennen, ja. Das Patch-Management muss es wissen. Ja, ich muss die Dinger doch aktuell halten. Ich muss doch wissen, wenn ich Sicherheitslücken habe. Und der Admin, der dieses System administriert, der muss doch wissen, ob er Sicherheitslücken hat oder nicht. Wie macht er das? Ganz einfach. Security-Bulletins, Erratas von den Herstellern, Newsletter einmal am Tag durchgucken. Das sind 10 Minuten am Tag, richtig viel zu tun. Ja? Das muss ich machen, ich kann das auch automatisieren, klar. Ne? Also das muss ich den Leuten sagen. Wenn es Sicherheitslücken gibt, meldet mir das. Wenn ihr die nicht sofort fixen könnt, dann muss ich das wissen, weil wir müssen kompensierende Maßnahmen dagegen stecken. Und ich habe hier eben gesagt, es ist ganz, ganz schlimm. Ne? Es ist furchtbar, furchtbar schlimm. Meine letzten 10 Pentests, die ich gemacht habe, die waren alle innerhalb von 10 Minuten fertig. 4 Tage abgegeben, 10 Minuten, Rest Kaffee trinken. Was war das? DNS-Server, AD-Controller rausgefunden, ja, kriegt man per DHCP, ja. Sudo MSF-Konsole, Search MS17010, Eternal Blue, Run. Use Incognito, Use Mimikatz, Exploit. Los geht's, ne? Ich habe innerhalb von 10 Minuten das Admin-Passwort und alle anderen Passwörter. Das hat bei den letzten 10 Kunden so funktioniert. Warum? Weil die alle diesen blöden MS17010 noch nicht gefixt hatten. Das kann doch nicht sein. Das seit einem Jahr ist der gefixt und überall läuft er noch. Unabhängig davon, dass immer irgendwo noch ein 2003er Server in der Ecke steht. Ja, das haben wir ja auch. Okay, also das muss ich wissen, damit ich was dagegen tun kann. Ja, der tut's ja noch, genau. Und das ist auch okay. Wenn ich einen 2003er Server habe und der muss noch tun, dann muss ich aber das Ding kompensieren, dann muss ich kompensierende Maßnahmen machen, dann muss ich irgendwas anders machen. Ich muss ihn zum Beispiel vom Netz trennen. Ja, oder eine Firewall dazwischen packen, whatever. Aber ich kann nicht einfach laufen lassen. Ne? Ja, das kostet Geld, genau. Das ist, war ja, mit dem Geld hatten wir ja ganz am Anfang. Okay, wenn wir uns die Änderungen in der Mitte, ne, also diese Changes angucken, da geht es um den Schutzbedarf und das ist immer das, was ich als allererstes machen muss. Wenn ich in ein Unternehmen komme und habe meine Verantwortlichkeiten definiert, dann muss ich wissen, Leute, was habt ihr für IT-Systeme und wie schütze ich die? Warum muss ich das denn wissen? Ich muss doch wissen, wie wichtig sind meine Systeme. Wer kann denn von sich aus sagen, wie wichtig seine Systeme sind? Und vor allen Dingen, und auf welchen Grundlagen, wenn ich vorher nicht eine formale Schutzbedarfsermittlung gemacht habe,
Da kommen dann so Antworten wie, ja, E-Mail ist wichtig. Ja, wie E-Mail ist wichtig? Ja, weil der Chef das sagt. Okay, wie lange darf denn E-Mail ausfallen? Ja, gar nicht. Okay, gut. Dann Maßnahme, hochverfügbarer Cluster auf 2 Standorten, macht 200.000. Dankeschön, weiter. Also ich muss wirklich formal nachweisen, wie wichtig sind meine Services und meine IT-Systeme. Und das kann ich nur durch eine Schutzbedarfsermittlung machen. Und was sich eingebürgert hat, das ist die Unterscheidung in 3 unterschiedliche Schutzbedarfe. Das ist einmal der sehr hohe Schutzbedarf. Kritisch. Wenn da was passiert, dann ist das Unternehmen pleite. Oder das geht pleite. Ja, wir sterben. Punkt. Oder Menschen sterben. Geht da ja auch. Ne? Es kann ja sein, dass irgendwas IT-Technisches ist, dass Menschen sterben, wenn da was kaputt geht. Der OP-Roboter. Ja, zum Beispiel die Simatic-Steuerung, genau. Wir wollen jetzt nicht über S7-400 reden, die seit 12 Jahren nicht gepatcht werden, weil was macht man ja nicht, ne? Firmware-Updates auf SPS, um Gottes Willen. Ja. Das kommt ganz oft vor, wo man es sich nicht vorstellt. Ne? Also ein großer Roboter in der Produktionslinie, Schweißroboter, hatte irgendwie diese Safety nicht so wirklich implementiert. Das heißt, er hatte keinen physischen Ausschalter. Und ich sollte einen Pentest bei dem Ding machen. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Warum nicht? Weil ich habe keine Downtime bekommen. Die produzieren 24x7. Ja, mache ich einen Pentest, ja, ping das Ding an und der schweißt dem Techniker den Kopf ab. Ja, ist doch kacke. Das macht keinen Spaß, ne? Also immer wenn ich das habe als potenziellen Schaden, dann habe ich einen katastrophalen Schaden. Nächste Abstufung, ich habe einen hohen Schutzbedarf. Da tut's weh. Ja, da verliere ich einen Arm, Bauchschuss, aber ich überlebe das. Ja? Das kann man nicht anders sagen. Da kann man nicht sagen, ab 500.000 Euro Schaden und so weiter. Das ist Bullshit. Ich muss es versuchen einzuteilen. Schmerzhafter Schaden. Und normalen Schutzbedarf habe ich, wenn ich einen spürbaren Schaden habe. Ja, ich merke das irgendwie. Also da ritzt mich vielleicht einer, ne? An mit einem Messer. Das ist zwar jetzt nicht so wirklich schmerzhaft, aber ich spüre es. Das muss ich auch wissen. Und jetzt kommt das größte Problem. Wie gehe ich dran? Und zwar, ich muss von den Prozessen dran gehen. Von den Geschäftsprozessen. Und jetzt kommt das größte Problem überhaupt. Wer von euch kennt eure Geschäftsprozesse im Unternehmen? Einer. Hey, 2, 3. Aber nicht im Mittelstand, oder? Das glaube ich euch nicht. Ne? Also, wir müssen unsere Prozesse erstmal kennen. Am besten müssen die irgendwo dokumentiert sein. Das macht schon irgendwo Sinn, ne? Wenn wir die irgendwo mal stehen haben. Wenn wir zum Beispiel wissen, wer ist denn der Verantwortliche für den Prozess? Das ist meistens ein Abteilungsleiter oder eine Stabsstelle, ne? Wenn ich das nicht habe, muss ich das aufnehmen. Da muss ich erstmal Prozessanalyse machen. Weil vorher kann ich da nicht weitermachen. Das kann ich aber auf einem sehr, sehr niedrigen Grad kann ich das beginnen, ja? Und wenn ich so einen Prozess habe, dann muss ich erstmal überlegen, okay, wie lange darf denn der ausfallen, der Prozess? Und da kommen auch die witzigsten Sachen raus. Ne? Hatten wir eben mit E-Mail, 2 Stunden, gar nicht. Wie lange darf ein Prozess ausfallen, bevor wir mittelfristig einen katastrophalen Schaden haben? Das ist die MTA, die maximal tolerierbare Ausfallzeit. Da muss ich mir Gedanken drüber machen. Das muss der Prozessinhaber mir sagen. Ne? Abteilungsleiter Produktion muss mir sagen, wenn ich eine Woche lang keine IT habe, dann habe ich ein Problem. Und zwar ein schmerzhaftes Problem. Ja, dann weiß ich genau, der Prozess, der ist wichtig. Wenn ich ein QM habe und er hat so eine Prozesslandkarte, dann sieht es so aus. Dann habe ich es einfach. Ne? Gehe ich da einfach rein, gucke mir meine Kernprozesse an. So funktioniert das. Da kommt was rein beim Kunden, hinten kommt was raus. Super, dann habe ich Managementprozesse oben drüber, ein paar unterstützende unten drunter und die kann ich jetzt einfach nach und nach durchgehen. So sieht sowas in der Regel aus, wenn man das hat, ne? Aber meistens hat man es nicht. Okay, jetzt haben wir den nächsten Punkt. Nach unseren Geschäftsprozessen brauchen wir unsere Informationen, die in diesen Prozessen verarbeitet werden. Die Prozesse, die cluster ich, die Informationen, die gruppiere ich. Ich sage zum Beispiel, die Daten in meinem SAP HR, ja, im Personalmanagement-Modul, die möchte ich jetzt bewerten. Und dann überlege ich mir, wenn diese Daten unautorisiert gelesen werden können, unautorisiert verändert werden können oder wenn die nicht vorhanden sind, ne, unsere 3 Schutzziele von eben,
Was habe ich dann für einen Schaden? Und dann schreibe ich mir meine kompletten Informationen runter und habe dann zu jeder Information, habe ich diese Informationen dahinter stehen. Gleichzeitig definiere ich noch den maximal tolerierbaren Datenverlust. Kennt das jeder? Hat das jeder schon mal gehört? Wenn Daten gelöscht wurden, wie lange oder wie schnell, nein, falsch, wann muss das letzte Backup gewesen sein? Ja? Also, damit ich kein Problem habe, ist es okay, wenn meine Daten 24 Stunden alt sind, mit denen ich dann weiterarbeite, oder dürfen die vielleicht nur 15 Minuten alt sein? Das hängt ganz vom Unternehmen ab. Ja, produzierendes Unternehmen, ja mein Gott, ein Tag ist vollkommen okay. Wenn ich das den Logistiker sage, dann die reißen den Kopf ab. Ja, 15 Minuten Datenverlust, ja, wir wissen die LKWs nicht mehr, wo sie hinfahren sollen. Ja, das ist ein bisschen doof. Also das definiere ich dann und da habe ich eine Liste. Und das ist von fast das halbe gewonnen. Ne? Ich habe eine Liste, ich habe meine Informationen, daneben steht Schutzbedarf, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, MTA vom Prozess, MTD und ich habe alles, was ich brauche. Üblicherweise wird sowas von unten nach oben gemacht, wenn das die IT in die Hand nimmt. Ja, wir müssen es aber von oben nach unten machen, ganz, ganz wichtig. Und zu guter Letzt habe ich noch meine IT-Ressourcen, also meine Systeme, und die erben einfach diese Informationen, diese Daten von den Informationsgruppen, die ich definiert habe. Also wenn mein Server die Information XY überträgt, speichert oder verarbeitet, dann hat er natürlich den Schutzbedarf. Und jetzt weiß ich, wie ich den schützen muss. Weil ich weiß ja genau, welche Informationen sind auf dem Server und ich weiß, welche Geschäftsprozesse werden von diesen Informationen unterstützt. Also weiß ich jetzt auch, wie wichtig ist mein Server. Das war jetzt mal im Schnelldurchgang so eine Business-Impact-Analyse mit Schutzbedarfsanalysen. Und jetzt kommt der große Vorteil. Wenn ich merke, ich habe einen normalen Schutzbedarf, dann mache ich meinen Standard. Ich mache meine Standard-Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Virenschutz, Datensicherung, Patch-Management und so weiter. Und erst wenn ich einen hohen Schutzbedarf habe, also wenn es weh tut, wenn die Daten irgendwie abhanden kommen oder kompromittiert werden, dann mache ich mehr, dann mache ich nämlich eine Risikoanalyse. Furchtbar trockenes Thema, ne? Ah, es tut mir auch furchtbar leid. Ja. Mir macht das Spaß, auch wenn es keiner glaubt. Ja, Klassifizierung von Informationen gehen wir drüber, weil wir nur noch 8 Minuten haben. Aber sowas wäre toll, wenn wir sowas irgendwann mal hätten. Ja, so eine Matrix, was darf ich mit den unterschiedlichen Informationsklassen, die ich habe, machen? Darf ich zum Beispiel streng vertrauliche Informationen in die Cloud legen? Nee, darf ich nicht. Die darf ich auch nicht per E-Mail übertragen, auch nicht, wenn sie verschlüsselt sind. Nein, streng vertrauliche Informationen sind die, wenn die abhanden kommen, dann geht das Unternehmen pleite. Das wollen wir nicht in der Cloud, ne? Und auch nicht in der E-Mail oder im Internet. Sowas im Unternehmen einzuführen, ist ein Mammutprojekt. Deswegen sei es hier immer nur so am Rande erwähnt, ne? Weil das muss ganz, ganz viel getan werden, um den Leuten zu sagen, was sie mit ihren Informationsklassen machen dürfen. Im Schnelldurchlauf, was müssen wir regeln? Das ist Best Practice, das kennt ihr alle. Wir müssen wissen, was ist ein Personallebenszyklus. Wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, was muss er denn gemacht kriegen? Ne? Der muss erstmal geprüft werden, dann muss irgendjemand sagen, welche Berechtigungen bekommt er. Dann muss einer diese Berechtigungen genehmigen und dann muss das gemacht werden. Ja, er muss wissen, wie er sich anmeldet und so weiter und so weiter. Wenn IT-Leute, IT-Dienstleister kommen oder meine Mitarbeiter wollen ihre IT nutzen, dann müssen die vorher eine NDA unterschreiben. Ihr glaubt gar nicht, wie selten das vorkommt. Die steht normal im Arbeitsvertrag, so eine NDA. Da steht eine Geheimhaltungsvereinbarung drin. Das haben viele nicht. Ja, also muss ich in der Richtlinie schreiben, da muss eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben werden. Dann müssen die Leute wissen, wie sie die IT nutzen, dass sie die zum Beispiel nicht privat nutzen dürfen, dass sie keine Software einfach installieren, ja, wenn sie es könnten, dass sie Sicherheitsmaßnahmen nicht einfach ausschalten. Ja. Wenn der Virenscanner das zulässt, man kann den deaktivieren, müssen die Nutzer wissen, dass die das nicht dürfen. Verhaltensregeln auch. Ne. Und die müssen wissen, was passiert denn, wenn irgendwo ein, oder was machen wir denn, wenn irgendwo ein Sicherheitsvorfall ist. Ja. Wie reagieren wir denn? Die Vorgaben, die kommen noch. Das haben wir alle im Griff, physische Sicherheit. Ne? Also, wie schütze ich meine Infrastruktur vor Wasser, Feuer, Einbruch und so weiter? Aber das muss ich regeln. Und dann muss ich was regeln und da tut sich die IT unglaublich schwer. Ich muss nämlich ein IT-System-Lebenszyklus definieren. Ich muss nämlich genau wissen, wenn ein neues IT-System reinkommt,
Was mache ich mit dem? Ich muss eine aktuelle Inventarisierung vorhalten. Asset Management. Ich kenne kein Unternehmen, was ein 100% funktionierendes Asset Management hat. Wahnsinn, ja? Und dann fragen die mich immer, ja, wie machen wir das denn? Da haben wir da eine Excel-Liste, da eine Excel-Liste, da eine. Sag ich, ja, da gibt es doch Tools für, mach doch mal. Ja, nee, die sind uns zu teuer. Da pflegen die das in Excel. Dass das nicht funktioniert, ist klar, ne? Da haben die dann meistens ihre Server und ein paar Switche drin und das war's. Die verstehen aber nicht, dass eine Telefonanlage und ein Smartphone auch ein IT-System ist. Die gehören dann nämlich dabei. Ja, Umgang mit Vorfällen hatten wir eben schon mal, ne? Wer ist zu benachrichtigen? Was ist denn überhaupt eine Störung? Was ist ein Sicherheitsvorfall? Was mache ich denn dann? Wen rufe ich denn da an? Ich war jetzt beim Kunden, da wurde der QMB angerufen, weil ein Virus auf dem System war. Da wurde der Qualitätsmanagementbeauftragte wurde angerufen. War der Einzige, den er kannte. Das darf nicht sein, ne? Der wusste überhaupt nichts. Und zu guter Letzt, einen ganz kleinen Exit noch zum Thema Risikoanalyse, weil das gehört ja auch dazu, das haben wir ja eben gesehen in der Mitte, war diese Schutzbedarfsermittlung im Prozess. Und immer dann, wenn wir einen hohen Schutzbedarf haben, machen wir eine Risikoanalyse. Und das ist das, was wir wissen müssen über Risikoanalysen. Das sind nämlich die Begrifflichkeiten. Wenn man irgendwo mal eine Zeitschrift liest, da werden diese Begrifflichkeiten immer durcheinander geworfen. Was ist denn überhaupt eine Bedrohung? Was ist denn überhaupt eine Schwachstelle? Ja, als Beispiel, das hat meine Tochter gemalt. Ich finde es gar nicht schlecht. Ja? Der kleine Tweety ist unser Schutzobjekt. Den wollen wir schützen. Womit schützen wir den? Mit einem Käfig. Das ist unser Schutzobjekt, unsere Schutzmaßnahme. Und hinter das hier die offene Tür, die nicht ganz ohne Absicht ein bisschen aussieht wie ein Windows-Logo, ist unsere Schwachstelle. Die Katze ist unsere Bedrohung. Und immer dann, wenn wir eine Bedrohung und eine Schwachstelle haben, dann reden wir von einer Gefährdung. Und nur über Gefährdungen machen wir überhaupt Risikoanalysen. Wenn wir keine Bedrohung haben, machen wir keine Risikoanalyse. Wenn wir keine Schwachstelle haben, machen wir auch keine Risikoanalyse. Wir machen immer nur dann eine, wenn wir eine Bedrohung und eine Schwachstelle haben. Und das müssen wir wissen. Ich sehe ganz oft Risikoanalysen, die werden über Schwachstellen gemacht, aber die Bedrohung fehlt. Komisch, dass da immer ein niedriges Risiko bei rauskommt. Ja, kann man sich doch sparen. Ja? Also das muss ich erstmal wissen. Dann bewerte ich das Risiko. Ja? Und da gibt es, ich hasse es, quantifizierte Risikoanalysen. Kennt ihr das? Die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass der Serverraum brennt, ist 0,025%. So, was heißt denn das jetzt? Genau, also wenn er brennt, ist eh egal. Ja? Aber das sagt mir auch nichts. Wie wahrscheinlich ist es denn? Und da gibt es den schwarzen Schwan, ja, das Buch von Taleb, super, muss man mal gelesen haben. Jeden Tag irgendwo auf der Welt brennt ein Serverraum. Aber die Wahrscheinlichkeit ist 0,025%. Hey, was sagt mir das? Ne? Also ich muss anders arbeiten, ich muss qualifiziert arbeiten. Ich muss sagen, die Wahrscheinlichkeit ist möglich. Oder es ist sehr wahrscheinlich, das nennt sich qualifiziert. Und die Formel müsst ihr kennen. Risiko ist Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Das heißt, ich überlege mir, wie wahrscheinlich ist es, dass was passiert und was kommt dabei raus? Wie hoch ist der Schaden? Und das mache ich ganz einfach. Ich nehme mir so eine Hilfstabelle. Ne? Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ein Computervirus mein IT-System infiziert und meine Daten verschlüsselt. Wir haben nur einen lokalen Virenscanner, keine Firewall. Wir bewerten mal die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Das System ist vor dem Eintritt des Ereignisses geschützt, allerdings ist dieser Schutz nicht zuverlässig. Stimmt ihr mir zu? In der Vergangenheit ist das Ereignis schon mal aufgetreten. Ist so, ne? Der Eintritt des Ereignisses wäre keine Überraschung. Ja, wir sind bei möglich, bei diesem Beispiel. Ne? Also haben wir hier tatsächlich den Wert 2. Wir rechnen mit Risiken. Und jetzt überlegen wir, was passiert denn dann? Der Schaden stört zentrale Geschäftsprozesse empfindlich oder bringt diese zum Erliegen. Wenn ich kein Backup habe, kein vernünftiges, und habe ein schlechtes Berechtigungsmanagement, dann habe ich genauso ein Problem. Dann verbreitet sich mein Trojaner überall und verschlüsselt mir alles und ich kann es nicht mehr wiederherstellen. Dann bin ich hier bei schmerzhaft oder bei katastrophal sogar. Also habe ich mein Risiko
möglich 2 mal 4, 8. Mein Risiko ist 8. Toll, oder? Was heißt es? Es ist Mittel. Das kann ich mir jetzt sagen, was ich damit mache. Das muss ich nur einmal definiert haben. Mittel heißt, das Risiko sollte behandelt werden. Heißt aber nicht, dass ich es muss. Müssen tue ich erst bei hoch. Aber auch dann kann der Geschäftsführer immer noch sagen, nö, will ich nicht. Und jetzt kommt das, was hier auf dem Shirt steht. Wenn der bei einem hohen Risiko sagt, ist mir egal, dann sage ich, mir auch. Ist dein Geschäft. Bitte hier unterschreiben, weiter geht's. Das ist Risikomanagement, Leute. Ja? Ihr gebt was vor, ihr sagt, das Risiko ist Mittel, wir haben das bewertet. Wir empfehlen euch folgende Maßnahmen. Und dann sagt der, nö, ist zu teuer. Und dann sagen wir, okay, Job done, hier unterschreiben, tschüss. Ja, das kennt man ja so, Risikomatrix. Ich kenne Unternehmen, die akzeptieren alle Risiken, die unterhalb von sehr hoch sind. Krass, oder? Gibt es. Ja, so Startups. Jetzt ein Startup, die brauchen einen Datenspeicher von über einem Petabyte. Und wenn die diesen Datenspeicher verlieren, dann haben die einen Aufwand von einem halben Jahr, um die Daten wieder zu rekonstruieren. Die werden kein Backup-System kaufen, weil das zu teuer ist. Risiko ist aber hoch. Die akzeptieren ein hohes Risiko, ja, weil sie es anders nicht können. Ja? So, und zum guten Schluss, was mache ich mit meinen Risiken? Ich vermeide die, ich reduziere die oder ich übertrage die. Vermeiden heißt, ich mache einfach nicht das, was das Risiko entstehen lässt. Ich mache den Geschäftsbereich zu. Ich schaffe das IT-System ab. Ja, das Vermeiden kann ich machen. In der Regel reduzieren wir durch Maßnahmen. Also wir führen Sicherheitsmaßnahmen ein, die das Risiko reduzieren. Entweder indem wir präventiv was tun, zum Beispiel einen Virenschutz, das ist eine präventive Maßnahme, das senkt die Eintrittswahrscheinlichkeit. Oder wir reduzieren den Schaden. Backup. Das ist eine reaktive Sicherheitsmaßnahme. Und dadurch verringern wir das Risiko. Übertragen können wir es auch an Versicherungen zum Beispiel. Ne? Cyberpolicen. Oh, scheiße, jetzt habe ich es doch gesagt. Ich wollte doch kein Cyber sagen. Ja, Cyberpolicen. Damit versichere ich meine Restrisiken. Weil die kann ich meistens nicht mehr irgendwie anders behandeln. Und zum Schluss nochmal so eine ganz persönliche Erfahrung meiner letzten Jahre. Wann gehen wir am besten einfach wieder nach Hause und machen nichts im Unternehmen, wenn kein Commitment vom Top-Management da ist? Wenn die das nicht wirklich wollen, fange ich heutzutage nicht mehr an. Weil das ist Lebenszeitverschwendung. Da tut man unten irgendwas und dann kommt der Geschäftsführer oder der Vorstand und sagt, alles scheiße, will ich nicht. Ja, ich brauche das Commitment, ganz, ganz wichtig. Und wir haben ganz oft eine Führungsschwäche. Die Vorgesetzten, die wissen nicht, was ihre Aufgaben sind. Das sind meistens Fachleute, die irgendwo in diese Position gekommen sind, aber die wissen nicht, dass sie jetzt eine andere Aufgabe haben, nämlich Führen von Mitarbeitern. Und das verstehen die nicht. Ja, richtig. Und wenn ich keine Prozesse im Unternehmen habe oder Strukturen, ne, zum Beispiel kein Projektmanagement oder sowas, ja, dann brauche ich eigentlich auch nicht anfangen. Ich sehe ganz oft, dass interne ISBs, ich bin ja externer ISB, dass die internen ISBs einfach nicht geeignet sind für ihre Aufgabe. Denen fehlen die Soft Skills. Die müssen kommunizieren können, die müssen die Sprache von Top-Management und von Technik kennen und die müssen einen geraden Rücken haben. Die müssen da hingehen, müssen sagen, so, Risikomittel, lieber Geschäftsführer, folgende Maßnahme empfehle ich dir. IT hat schon berechnet, kostet 2 Millionen. Was willst du machen? Ja, akzeptieren, ist mir zu viel. Gut, bitte unterschreiben. Dann drucksen die da rum. Ah, ja, könnten wir nicht doch. Und nein, hier, dein Risiko, du bist Risikoeigner, mach was damit, was du willst. Wenn ich diese Soft Skills nicht habe, wenn ich diesen geraden Rücken nicht habe, bin ich an der Position falsch. Und wenn ich keine Kompetenz habe, eh. Die Herangehensweise zu guter Letzt. Ganz oft versucht man, diese 100% zu erreichen, von Anfang an. Wenn man solche Templates, solche Vorlagen aus dem Internet holt sich, ne, von Leitlinien, von Richtlinien, dann haben die meistens einen extrem hohen Reifegrad schon. Die sind erprobt, jahrelang in anderen Unternehmen und die werden dann 1:1 versucht, im Unternehmen umzusetzen. Das geht nicht. Ich muss mit ganz, ganz wenig anfangen, also einen ganz niedrigen Reifegrad und kann das peu à peu
steigern. Und die Moral von der Geschichte, meine persönliche ohne ISMS, geht das nicht. Das kriege ich nur damit hin. Ja, doch prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich der Wille beim Top-Management findet. Den Rest überspringen wir, das ist nicht so spannend. Der Hinweis einfach noch auf die VDS-Richtlinien, die kann man sich kostenfrei runterladen. Die gibt's auch beim Beuth Verlag für 28 Euro, aber man kriegt sie auch frei auf der Homepage von der VDS, also kein Geld für ausgeben, bitte. Ja. Alles klar. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen, ansonsten wäre ich hier am Ende. Haben wir Fragen? Keine Fragen. Danke, ich habe auch keinen Bock mehr. Macht's gut.